Es hat geklopft. Am Toni Brunner ist ja der Kragen geplatzt im Parlament die Woche, wo es um die Umsetzung von der Ausschaffungsinitiative gegangen ist. Er hat mit der Durchsetzungsinitiative droht und bereits von einer neuen Initiative schon wieder geredet, von der Selbstbestimmungsinitiative. Aber ich verstehe sie auch. Sie wollen halt einfach keine fremden Richter. Das ist es halt einfach. Sie wollen, dass in der ganzen Welt eigentlich nur noch Schweizer Richter sind. Überall Schweizer. Auf der ganzen Welt? Auf der ganzen Welt Schweizer Richter. Jawohl. Natürlich in der Schweiz sind es noch genauer. Dort wollen sie sogar, dass Verwandte die Richter sind. Oder? Also es muss einfach sehr nahe alles sein. Es muss sehr nahe sein. Also der Kern von dieser neuen Selbstbestimmungsinitiative, der heisst eigentlich SVP-Recht vor Parlamentsentscheiden. Und das würde dann auch heissen, dass natürlich die klassische Gewaltentrennung in unserem Staat, die wäre dann wahrscheinlich aufgekommen. Ist ja auch nie eine Schweizer Idee gewesen. Ja, nein, ist ja, von dem Froschfresser. Genau, Montesquieu. Von dem Froschfresser. Montesquieu, oder wie es der Name sagt, der Bergler. Berg, Mond heisst Berg, oder? Ein Bergler aus Frankreich, ähnlich wie unsere Bergler, einfach, dass er sich noch weniger wäscht, oder? Und wenn die Initiative dann durchkommt, dann ist natürlich die Gewaltentrennung von Exekutiven, Legislativen, Judikativen, die gibt es dann nicht mehr, oder? Mhm. Dann gibt es dann nur noch Freiheit, Unabhängigkeit und Albis Gütli. Und Hygiene. Genau. Hygiene. Ja, nein, natürlich. Das hast du nicht ernst gemeint. Nein, nein, das ist ein Scherz. Habe ich noch halb gedacht. Das ist entschuldige Figur. Habe ich noch halb gedacht. Gut, also ich